eine Achterbahn hier auf der Seite. Und wie groß ist das Gelände? Hier können wir langfahren. Hier rechts rüber, das geht. Hier ist Start. Ja. Einmal drehen, bitte. Dann geht's mit dem Kettenlift einmal hoch. Wir bauen eine relativ kurze. Und jetzt überlegen wir uns erstmal, welche Attraktionen die erfüllen soll. Komet, was war das? Komet, die Vida et Impera und irgendwas anderes war das noch, ne? Komet ist das hier. Familien mögen das. Ein Accelerator für ein hohes Tempo. 120 km/h. Das war eine Herausforderung, ne? Komet, glaube ich. Wählen wir einmal den Kometen. Und als zweites irgendetwas, was die Erwachsenen noch mögen. Ist auch sehr rentabel. Irgendwas, was die Erwachsenen lieben. Die Vida et Impera, das sind sogar zwei Herausforderungen. Dann müssten wir den irgendwann aufteilen. Hat zwei Herausforderungen erfüllt, aber eine reicht ja. Hier, Hügellift, das mögen die. Kettenlifter, wenn du es über einen Hügel, einfach einen Kettenlift haben, ne? Mindestens 40 Meter mit dem Kettenlift zurücklegen. Das habe ich doch immer. Einmal Hügellift, obwohl das ist nur hellgrün. Was lieben die Erwachsenen wirklich ganz doll hier? Hier. Ach, das machen wir immer. 1 Kilometer. Das ist am einfachsten. Dann gleichen wir hier oben das mit den Erwachsenen aus. Das mögen die Teenager. Okay. Dann bauen wir mal. Hier geht's rauf. Dann. Wir machen einfach mal einen langen Kreis drumherum. Wir umkreisen mal das Gelände. Ganz simpel. Es geht einmal runter, bitte. Einmal runter. Um Tempo aufzunehmen. Dann geht es. Dann geht es in den ersten Looping rein. Ne, den hätte ich gerne da vorne. Oder was wir auch machen können, eine super kompakte Bahn, die so um sich selber kreist. Der Abwechslung halber. Sollen wir das mal probieren? Ein Looping hier hin. Dann können wir damit sogar noch weiter runter gehen. So. Dann kommt jetzt hier der Looping rein. Wir versuchen mal ganz kompakt zu bauen. Wenn das mit dem Test hier klappt, da kommt die Testbahn. Ja, das funktioniert. Dann einmal so ein super komplexes Teil, so in kompaktes Teil, so in sich. Obwohl, das sollte man dann vielleicht irgendwo anders hinstellen. Vielleicht hier so lang, ne? Wir bauen das einfach hier entlang in dem Bereich hier. Einmal hier entlang der Straße hier. So U-förmig hier hin. Eine scharfe Kurve bitte. Das sollte gut funktionieren. Ich hoffe, der ist nicht zu schnell, wenn er jetzt kommt. Das war zu heftig. Ist etwas zu krass im Tempo.
Dann machen wir eine manuelle Kehre hier. Machen das einfach einmal mit Alt. Ja, einfach eine manuelle Kehre hier. Nehmen wieder ein bisschen Tempo an. Geht wieder ein bisschen hoch. Schauen, ob er das schafft. Da kommt er. In der Testfahrt. Ja, das funktioniert. Gehen jetzt hier wieder hin. Und jetzt kommen wir wieder runter. Den Korkenzieher. Wir sind ja an der äußersten Ecke. Hier hin. Klappt das? Ja. Das funktionierte manierlich. Dann reicht es hier mit der Spirale einmal über den Weg rüber, dann können wir nichts mehr bauen. Das ist doof. Kriegen wir noch ein Looping hin? Ein Looping in der Luft? Oder wir machen einfach ja, ein Looping in der Luft, bitte. Das können wir auch machen. Über den Köpfen der Leute. Das finde ich cool. Einmal so, bitte. Und dann einen Hammer, dass wir wieder wenden. Jetzt sollte das Tempo auch nicht so hoch sein, dass wir da Probleme haben. Hoffe ich. Mal gucken, ob die Testfahrt klappt. Ja, klappt problemlos. Dann geht es hier wieder weiter. Können wir hier ein Looping hindurchziehen? Könnte klappen, ne? Einmal so, bitte. Ja, das sieht ein bisschen doof aus. Erstmal eine kleine Kurve nach rechts rüber. Oder wir machen das einfach manuell. Gehen hier rauf. Hier hin. Drehen uns ein bisschen. Kippen es ein bisschen so rum. Wir landen hier. Gehen wieder ein bisschen rauf oder ein bisschen runter. Ein bisschen runter wieder. Dann schafft er noch ein Looping hier. Wir werden es mal testen. Da kommt er gleich angefahren. Tarsam, du bist mein Schatz. Ganz liebe Grüße an dich, danke dir. 5 Abos verschenkt an Türkisch, an Waldo Wonderful, an Metamorphos, an Kaiser und an Thresher. Lieben Dank an Tarsam, danke dir. Heavy Potter, danke fürs 13. Abo, guten Abend zurück auch an dich. Zockernerd, 16. Hallo, liebe Grüße. Schön, dass du da bist. So, und jetzt, wir haben schon bald 1 Kilometer, wir wollen ja was Kompaktes bauen. Jetzt gehen wir können wir schon mal einen langen Hammer zurück machen, hier so. Schafft er das? Ich glaube ja. Einmal testen. Oh, ich glaube nicht.
Doch, und er fährt da. Beinahe! Beinahe! Das ist ein bisschen tiefer und schon glatt. Einmal ausprobieren. Da kommt er. Ah, nein! Um einen Bit nicht geschafft. Mach mich ja fertig hier. Wir machen einfach Folgendes. Wir machen das hier ein bisschen, da gehen wir einfach ein bisschen runter hin. Nehmen wir mal Schmackes auf. Da kommt hier der Hammer, bitte. Jetzt geht das garantiert. Inzwischen über dem Erdboden wieder rüber. Und dann haben wir schon den Kilometer voll. Noch nicht ganz. Puh, da müssen wir noch irgendeine Kleinigkeit machen. Noch einmal so in sich selber hier irgendwie drehen. Wir müssen noch mal ganz kurz Tempo aufnehmen. Nicht viel, aber ein bisschen. Sonst schaffen wir das nicht. Mal ein bisschen Tempo aufnehmen. Und dann links rum. Komm mal hier durch. Ja, könnten wir machen. Wäre aber nicht so kompakt, wie wir es uns wünschen würden. Das ist eine Quatschidee. Ich will hier gleich aufhören und einmal. Das schaffen wir nicht. Dafür müssen wir den Kettenlift höher setzen. Und etwas nach rechts schieben. Und das kriegen wir auch hin. Oh Gott, ist der schief hier. Das ist ja krass hier. Einmal nach rechts drehen. Hier hin. Und jetzt könnten wir links runter. Klappt das jetzt mit der Cobra-Rolle? Ja, das kriegen wir hin, ne? Das funktioniert. Ja. Einmal so. Und dann müssen wir nur noch hier vorne hin und unten wieder landen. Und jetzt wird es schwierig. Das haben wir ein bisschen zu eng gebaut, ne? Ach nee, der Eingang ist ja auf der anderen Seite. Da müssen wir hin. Na, wie doof. Ja, dann eine Wende. Hier nochmal zurück, hier nochmal zurück. Hier kommen wir nicht lang. Hier nochmal hin. Einmal drehen. Vorne klemmt er leider. Die haben ja irgendwie zu wenig Tempo. Echt? Reicht der Kettenlift hier nicht aus? Wir setzen ihn einmal zurück. Das will ich nochmal in Action hier sehen. Da kommt er. Das ist der Kettenlift. Fährt Kopf über hoch. Ah, das Stück runter ist zu langsam. Kommt, ihr fährt nur mit 50 rein. Er schafft's doch. Und jetzt bleibt er in der Luft hängen. Okay. Mit anderen Worten, der Kettenlift muss noch weiter nach oben, bitte.
Ein WB übertreibt nicht, ein WB hat nur Visionen. Neuer Versuch. Da kommt er. Ja, gleich, gleich, gleich. Und jetzt und? Einmal rauf und? Gott. Gott. Das geht gut. Ich glaube, da gibt es aber sehr viele Herzinfarkte, ne? Es geht gut. Wunderbar. Wir haben einen Kilometer, wir haben schon... Ah, wir haben die 120 km/h nicht geschafft, Leute. Wir haben keine 120 km/h geschafft. Dann brauchen wir jetzt noch auf den letzten Metern einen Accelerator. Aber hier dran, bitte. Der muss dann noch einmal... Tempo aufnehmen. Ist das der Accelerator hier? Bin ich da drin? Ich glaube nicht. Ich mache nochmal einen Schritt zurück. Also hier geht's weiter und jetzt bitte in das Modul Accelerator. Wo ist gerade mein Denkfehler? Ja. Und was hat er mir gesagt? Wir brauchen 120, ne? Einmal so. Und jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir diese, mit dieser immensen Geschwindigkeit einfach zurückkommen und hier heil hin. Das ist das einzige Problem, das wir eventuell jetzt haben. Ich gehe mal in die Testfahrt rein, ob der damit 120 ankommt. Das waren doch keine 120, oder? War das 120? Ich habe keine gesehen. Wir machen nochmal die Testfahrt hier. Da fährt er ab. Hier los? Wir haben schon wieder einen ähnlichen Fehler wie eben. Irgendwie kommt er nicht auf die 120. Oder es kommen die ab jetzt, die 120. Irgendwo ist ein Denkfehler in dem drin, was wir machen. Ich bin gerade sehr irritiert. Ein sehr hoher Kettenlift könnte die 120 schaffen, meinst du? Der schießt über den Accelerator hinaus. Wir machen es mal, wir machen mal einfach, wir gehen mal auf Nummer sicher, weil wir wollen ja auch gleich ein anderes Spiel spielen. Ich mache mal einen ganz langen Ketten, einen mega hohen Kettenlift einfach. Einen, der die Wolken küsst hier. Geh mal auf 80 hoch. Dann gucken wir mal, wenn wir hier einfach einen vollen Schmacken runtergehen, was er dann für ein Tempo schafft, ja? Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Welchen Tempo kommt der Kollege hier vorne an? ...120 muss er schaffen. Und jetzt? Und? Schafft er 120? Guckt hin. Ja, 120 hat er geschafft. Und jetzt müssen wir einfach nur noch heil hier vorne hinkommen. Irgendwie hoffen, dass das... Na, jetzt muss er irgendwie... Jetzt müssen wir ihn irgendwie bremsen oder... ...Tempo rausnehmen.
den Rand hier vorsichtig vollbauen, irgendwas in der Art, ja. Da einfach nochmal höher raufnehmen. Das ist das Simpelste hier. Höhe rausnehmen. Hierhin. Dann mit einer vorsichtigen Kurve. Fast Hamas, Ginze eSport. Liebe Grüße an dich. Danke fürs dritte Abo. Hi. Liebe Grüße. Ja, also wir haben es fast, aber wir müssen mit einer Bremse arbeiten. Ich glaube, anders kriegen wir es nicht hin. Aber kurz vor dem Reingehen hier. Wir wollen es ja noch ein bisschen spannend haben hier. Die Leute sollen richtig begreifen, was eine Bremse ist. Jetzt probieren wir mal eine Testfahrt hier. Einmal zurücksetzen. Von Beginn an nochmal. Wenn er heil durchkommt, dann gut. Wenn nicht, dann nicht gut. Jetzt kommt der heikelste Punkt. Krass. Das war gerade rausgeflogen. Das ist natürlich nicht ganz im Sinne des Erfinders. Das geht zu weit rauf, ne? Weit oben. Auch wenn er dann dadurch langsamer wird, das ist zu krass, ne? Wir suchen das mal. Jetzt kommt er an. Da kommt er. Aua. Puh. Das müssen wir noch beheben hier. Er hatte gerade die 20 geschafft. Ich mache mal die letzten Schritte alle hier zurück. Wo wir hier lange rumdoktern. Da kommt er an. Wir drehen einfach eine lange Kurve hier drumherum. Drehen den einmal. Da kommt er. Ja, das schafft er jetzt. Jetzt geht es ja nochmal runter. Bis hierhin. Und dann da war einmal gepflegt abbremsen und kommt hier an. Einmal durchfahren bitte. Ja, auch bei Loopings kann er rausfliegen.
geschafft und wir haben alle Ziele erreicht. Sehr schön. Bitte einmal schnell bauen. Ja, einmal bauen bitte. Da ist er. Wege bauen bitte, einmal Eingang. Gott, hier geht's rein und raus. Eingang bitte von. Hier kommen Leute aus einer anderen Achterbahn raus. Hier ist am meisten los. Da kommen Leute aus einer Achterbahn raus. Hier vorne geht's hin. Dann beginnen wir hier den Eingang für diese Achterbahn. Dann landen die, die stolpern quasi von einer Achterbahn in die nächste. Warteschlangenweg, aber bitte in einer anderen Farbe. Immer hier rein. Jetzt der normale Weg raus. Da können wir nachher Shops machen. Meilenstein erreicht. Super. Parkstufe 3 geschafft. Schnell noch einen Namen für die Achterbahn, meine Damen und Herren, bitte. Einen Namen, bitte. Wie heißt die Achterbahn? Farben ändern, Namensvorschläge, alles her bitte, ja. Ganz schnell, Leute, in 5 Minuten zeige ich ein anderes Spiel, im Ernst. Ein ganz spannendes. Der Magenschreck. The Crazy Ending. Schreit, Leute, schreit, heißt diese Achterbahn. Desert Driller, langsamer Peter, bis zu den Sternen, Kolossalbahn, mir wird schlecht. Farben ändern, meine Damen und Herren. Einmal Farben ändern. Gleise reicht eigentlich schon. Welche Farben hatten wir alles? Wir hatten Rot, wir hatten Gelb und wir hatten Rot, Gelb und Hellblau. Dann machen wir jetzt grün, oder? Dann haben wir alle Farben drin. Bitte nicht pink. Dunkelgrün. Ach, das sieht doch hübsch aus. Das hat so einen Anstrich von Natur in der Wüste hier. Klasse. Das finde ich gut. Das machen wir hier. Okay? Ob man im Looping die Anzahl der Umdrehungen erhöhen kann? Nee, das kannst du nur manuell machen. Den du halt die Loopings hintereinander machst. Lila. Was kommt als nächster Vorschlag? Pink? Im Ernst. Ich will ja kein Verbrechen am guten Geschmack machen. Das ist Schreit, Leute, Schreit. Testfahrt müssen wir noch machen. Hier ist der Eingang. Lass mal kurz die Zeit mitlaufen hier. Lachsfarben. Lachsfarben ist das, was übrig bleibt, wenn ein Serienkiller sein Opfergehäute zurücklegt. Im Ernst. Leute, das Spiel ist USK 0. Echt. Wann kommen die ersten Damen und Herren hier vorne an, bitte? Ich gehe schon auf Maximale. Grün ist gut. Muss man nicht oft genug putzen. Muss man nicht oft putzen. Erbels Revenge, Nagel auf den Kopf getroffen. Alles gut hier. Das ist eine gute Idee, Schnudelhuber. In Erinnerung an Planet Zoo. Kräuterwitterungsmarkierungsbeschäftigungsgrün, das ginge auch. Wann kommen denn die ersten Leute hier? Da kommen die ersten Leute. Gleich können wir unsere Testfahrt machen. Ja. Einmal einsteigen bitte. Testfahrt läuft schon. Oh Gott. Oh nein! 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 Oh
Und das war die Bremse. Ja, kann man machen. Ist eine schöne Fahrt geworden, kann man nicht anders sagen.